Glaube bedeutet für mich auch, Hoffnung zu haben, Liebe, Zuversicht. Und wenn ich diese Zuversicht in Jesus Christus finde, der mir persönlich beigebracht hat, zu lieben, zu vergeben, keine Rache zu üben, Frieden zu suchen, dann bin ich der Meinung, dass der Weg dieses wunderbaren Menschen, Sohn Gottes, den wir Christen als Sohn Gottes betrachten, dass dieser Weg eigentlich ein universeller Weg für alle Menschen sein kann, weil er in Frieden mündet, in Zuversicht, in Hoffnung, in Licht. Ich möchte niemanden seinen Glauben streitig machen, aber das ist mein persönlicher Weg. Und dieser Weg wird allen offenbart, ob sie sich nun Christen nennen, ob sie sich nun Atheisten nennen, Juden, Muslime oder sonst etwas. Es ist der Weg des Friedens und das ist ausschlaggebend für meinen Glauben, den ich nutze, um mit anderen Menschen, die an etwas anderes glauben oder nicht glauben, einen positiven Diskurs treten.